meine Kleine. Das war doch heute mal wieder ein richtig schöner Tag. Was wir heute alles gemacht haben, da bist du doch jetzt sicherlich zu müde, um die Geschichte von Dragonina weiterhören zu können, oder? Machst du Witze, Oma? Natürlich will ich die Geschichte weiterhören. Ist Dragonina jetzt auf den Tuff geklettert oder nicht? Du musst mir einfach weitererzählen, sonst kann ich nachher nicht einschlafen. Also gut. Obwohl Dragonina an diesem Morgen ja eigentlich ausschlafen wollte, wurde sie dennoch recht früh wach und machte sich auf den Weg zum großen Tuff. Dieser ragte wie ein großer Finger direkt gen Himmel. Deshalb hieß der alte vulkanische Berg auch Tuff. Das Wort Tuff ist nämlich Drachensprache und bedeutet Zeigefinger. Aber jetzt schließ erstmal deine Augen. Warum? Damit du besser in die Geschichte eintauchen kannst. Eintauchen? Ja, eintauchen. Einmal noch kurz ein- und ausatmen und dann los. Der Tuff ist ja schon hoch. Aber jetzt feige aufgeben und hier bleiben? Nein, das geht nicht. Ich bin schließlich eine mutige Drachin. Und das werde ich jetzt auch allen beweisen. Dragonina kletterte also auf den vulkanischen Berg, dessen inneres Feuer schon lange erloschen war. Nur die verhärtete Lava auf der Spitze erinnerte noch an feurig heiße Zeiten. Dragonina kam gut voran und stolperte auch nicht, als sie die Felswände hochkletterte. Sie kam immer höher und die Luft wurde dabei immer dünner. Oft ging ihr deshalb der Gedanke durch den Kopf, doch aufzugeben und wieder runterzuklettern. Doch irgendwas in ihr weigerte sich aufzugeben. Irgendwann kam sie dann doch noch nach oben, allerdings staubig und zerkratzt. Puh, das war anstrengend, aber ich habe es geschafft. Sieht die Insel von hier oben schön aus. Und da unten sind ja meine Eltern. Sie sehen aus wie kleine Punkte. Über was sie sich wohl unterhalten? Auf jeden Fall ist Esmeraldina nicht mehr in ihrem Schlafquartier. Ich mache mir Sorgen. Ach was, sie wird so sicherlich bei ihrer Oma oder bei ihrem Freund Linus so sein. Das glaube ich nicht. Meine Drachennase juckt. Und das hat noch nie etwas Gutes bedeutet. Ah! Oh Gott, wo kommt denn plötzlich dieser Schrei her? Da, Dragonina! Sie fällt vom Tuff direkt ins Meer. Liebling, rette sie! Nein, sie segelt. Erste Flugversuche halt. Von wegen, dann rette ich sie halt. Oha, das wird gleich richtig Ärger für Esmeraldina geben. Also da muss ich nicht unbedingt dabei sein. Da verziehe ich mich lieber. So, Dragonina Esmeraldina, da hast du ja nochmal richtig Glück gehabt, dass ich dich gerettet habe. Aber das wird Konsequenzen haben, junges Fräulein. Ich wollte euch nicht erschrecken. Ach nein, sondern... Ich will endlich fliegen lernen. Fliegen? Du? In deinem Alter? Das geht nicht, du bist noch viel zu jung. Deine Flügel sind noch viel zu klein und zu schwach, um deinen Körper richtig tragen zu können, wenn du fliegen würdest. Es ist einfach noch viel zu gefährlich für dich. Und Bananenmus gibt es für dich heute auch nicht zum Nachtisch. Mir doch egal. Na, sieh mal eine an. Ganz die Mama. Du wolltest damals auch so schnell wie möglich fliegen lernen. Du hast dadurch viel an Erfahrung gewinnen können. Sollte Esmeraldina das nicht auch? Irgendwann wäre sie sowieso Flügel geworden. Sie ist halt kein Drachenbaby mehr. Leider. Dragonina übte dennoch jeden Tag. Auch wenn sie noch mehr segelte als flog, wurde sie immer besser. Doch dann zog eines Tages ein schlimmer Orkan herauf. An jenem Tag zeigte das Meer sein zorniges Gesicht und obwohl es Tag war, wurde es um die Insel finsterste Nacht.
Eine finstere schwarze Windsäule heulte weit draußen über dem Meer. Platschend fielen erste Regentropfen. Es donnerte und blitzte und die Insel begann zu beben. Alina, was machst du denn noch hier draußen? Hast du nicht gemerkt, dass ein Orkan tobt? Geh wieder in eure Behausung. Alle Drachen suchen jetzt Schutz vor dem Unwetter. Auch ich suche mir jetzt einen sicheren Unterschlupf. Es ist einfach zu gefährlich hier draußen. Der Orkan ist lebensgefährlich. Da muss ich sofort deinen Eltern sagen, wie lebenswürde du bist. Zu deiner eigenen Sicherheit. Wenn Mutter erfährt, dass ich trotz so eines schlimmen Orkans ohne Probleme fliegen kann, wird sie mich bestimmt wie eine erwachsene Drachin behandeln. Und mein Vater wird auch stolz auf mich sein. Das kann ich nicht zulassen. Du bist meine beste Freundin. Ja, wenn du mich als Freundin behalten willst, gehst du nicht petzen, sondern mir jetzt aus dem Weg. Ich will bei dem Orkan auf den Tuff raufklettern und dem Orkan ins Gesicht lachen. Und dann in den Orkan springen? Genau, und im Orkan werde ich fliegen. Das würde ich nicht tun. Ich habe ja jetzt schon Angst um dich. Aber dein Entschluss steht wohl fest. Dann pass bitte auf dich auf. Ich will dich nicht verlieren. So, jetzt muss ich aber schauen, dass ich in Sicherheit komme. Ciao. Linus hat ja recht, aber ich kann nicht anders. Das ist mein großer Augenblick. Ich weiß ja auch schon, wie man einen Sturzflug macht. Jetzt oder nie. Das werde ich jetzt meistern. Wie ein waschechter Drache. So kletterte Esmeraldina mit zugekniffenen Augen den Tuff auf. Sie hatte Angst. Doch wollte sie es dennoch wagen. Todesmutig warf sie sich in die Tiefe. Brausend empfing sie der Sturm. Eine Windhose wirbelte sie hinauf, fort von ihrer Heimat. Sie wurde mitgerissen und verlor ihr Bewusstsein. Als ihre Eltern ihr Fehlen bemerkten, war es zu spät. Der Vater eilte ihr nach, aber das Drachenkind war verloren. Tage später erwachte sie müde und zerschlagen. Sie befand sich auf einer sacht abfallenden Anhöhe am Fuße eines grauen Bergmassives. Huch, wo bin ich denn hier? Bin ich noch zu Hause? Nein, das sieht hier ganz anders aus. Der Sonne nach zu urteilen, ist es früh am Abend. Am besten wird es wohl sein, wenn ich erstmal ein sicheres Quartier für die Nacht suche und mir morgen mal die Gegend anschaue. Was ist denn das da hinten am Horizont? Ein paar schwarze, zackige Formen? Merkwürdig. Na dann versuche ich mal aufzustehen. Aua! Nanu? Was ist das denn? Ich spüre so ein Stechen in meiner Schulter. Oh nein! Mein rechter Flügel ist wohl gebrochen. Und jetzt wird es langsam auch noch kalt. Generell kommt mir diese Welt hier kälter vor als meine Heimatinsel. Unheimlich flüsterten die Baumwipfel eines düster belaubten Waldes im Abendwind. Stöhnend schleppte sich das Drachenmädchen die Anhöhe hinab, schritt über ein Geflecht, beindicker Wurzeln hinweg und schlüpfte unter ein stacheliges Gestrüpp. Sie schlief sofort ein. Am Morgen darauf erkundete sie ihre Umgebung. Die Sonne glitzerte bereits durch die Zweige. Nun schien diese Welt auch gar nicht mehr so kalt und unheimlich. Eher schön und aufregend. Dragomina lernte Blumen und Tiere kennen, die sie vorher noch nie zuvor gesehen hatte. Dennoch war sie fasziniert von ihnen. Sie entdeckte eine Anhäufung scharfkantiger Felsen. Diese erkletterte sie unter Schmerzen und schaffte es bis auf einen flachen Vorsprung hinauf, von welchem sie eine bessere Aussicht hatte. Vor ihren Augen verstreut lagen die Häuser einer kleinen Siedlung, die nach hinten in eine größere Stadt mündeten. Es waren Menschenhäuser.
In der Ferne erblickte sie eine festgemauerte Burg, dessen Fahnen hoch im Himmel flatterten. Es waren ihre Zinnen, die sie am vorigen Abend bemerkt hatte. Im Vordergrund bemerkte sie ein paar Bauern und Händler, auch ein paar Kinder, die miteinander spielten und sich unterhielten. Es war ein lebhaftes Treiben, dennoch kamen sie fremdartig vor. So viel hatte sie schon über die Welt der Menschen gehört, aber waren dies auch wirklich die Feinde, die die Drachen so rücksichtslos aus ihrer alten Heimat verdrängt hatten? Dragonina wollte es nicht wahrhaben, doch musste sie dennoch davon ausgehen. Also so schlimm sehen die Menschen gar nicht aus. Aber bevor sie mich bemerken, ziehe ich mich vorsichtshalber lieber wieder zurück. Sie begab sich zurück in den Wald. Ihre zermalmten Flügel schleifte sie hinter sich her. Und nach einem weiteren Marsch bergan stieß sie auf eine schattige, von einer Felswand begrenzte Lichtung. Ein zartes Birkenbäumchen wuchs an ihr entlang und dahinter verbarg sich der Eingang zu einer Höhle.